18.30 Uhr, Dienstbeginn auf der Rettungswache. Tobias Filler ist angehender Notfallsanitäter. Vor ihm und seinem Ausbildungsleiter Markus Müller liegt eine 12-stündige Schicht. Mit dabei ein Pfefferspray, offiziell zur Tierabwehr. Heute ist Samstag. Keine beliebte Schicht. Also am Wochenende fährt man nachts meistens mehr, weil die Leute am Wochenende gerne feiern gehen. Mit dem Alkoholpegel steigt auch das Risiko für Übergriffe. Die Nachricht über Funk: bewusstlose Frau vor einem Supermarkt. Mehr Informationen gibt es selten. Eine Wahl haben die Rettungssanitäter nicht. Wir nehmen erstmal nur das EKG noch mit. Die Patientin kauert am Boden. Ihr Begleiter hat offensichtlich Drogen genommen. Ihm geht alles viel zu langsam. Jetzt lassen Sie mich doch erstmal mit ihr sprechen, ja, damit ich überhaupt erstmal mit ihr reden kann. Und dann gehen wir zusammen ins Auto und da haben wir ein bisschen mehr Ruhe und dann können wir miteinander sprechen. In Seminaren haben die Notfallhelfer gelernt, wie man deeskaliert. Auch das Zurückziehen in den Rettungswagen ist eine bewusste Strategie. Lassen Sie erstmal reden wir. Okay. Aber Sie haben doch jetzt uns gerufen und jetzt müssen wir doch erstmal miteinander reden können. Dass auch ein Routineeinsatz schnell eskalieren kann, hat Tobias Filler selbst erlebt. Vor 1,5 Jahren wurden sie zum Bahnhof gerufen. Ein bewusstloser Mann. Als der Patient zu sich kam, griff er sie an. Bei dem Übergriff fiel Tobias Filler fast auf die Gleise. Wie nah er dem Tod war, begriff er erst später. Also nach einem halben, dreiviertel Jahr kamen diese Bilder wirklich wieder hoch, was da so passiert ist. Und dann war ich 5 Wochen auch erstmal nicht im Dienst. Man hat gemerkt, dass man nicht mehr schlafen kann. Wenn man geschlafen hat, dann kamen genau diese Bilder wieder hoch. Dass sich die Übergriffe häufen, hat mit einer neuen Erwartungshaltung zu tun. Man ruft den Rettungsdienst und die haben das zu tun, was wir möchten. Und wenn das nicht so gemacht wird, wie die Menschen, die uns ein Hilfeersuchen entgegenbringen, wenn wir das nicht so tun, dann kann es auch relativ schnell in Gewalt umschlagen oder Aggression. Der nächste Einsatz. 6 Polizisten gegen einen Mann im Drogenrausch. Vom Balkon runtergefallen. Also von dem ersten oder? Vom ersten. Ja. Verletzungen aufgrund von vermutlich Glasscherben. Blutet er irgendwie stark? Ja. Der Mann hatte Möbel aus dem Fenster geworfen. Als die Polizei eintraf, sprang er hinterher. Ecstasy oder Kokain vermuten die Einsatzkräfte. Und dann ist er noch extrem aggressiv. Er ist durch die Polizei mit Handfesseln gefesselt. Der Patient hört nicht auf, die Einsatzkräfte zu bespucken. Hey, Junge! Sag mal ganz ruhig, alles ist gut. Wir wollen dir doch nur helfen. Ja, alles ist gut. Keiner will dir irgendwas tun. Transport in die Notaufnahme. Die Polizisten fahren mit. Okay. Ohne Polizei wäre Markus Müller alleine mit dem Patienten. Alles schon parat, die warten nur auf euch. Dann helfen wir dir. Ich will auch deine Familie. Alles verstanden, vielen Dank. Nach 10 Stunden Dienst, Zeit für einen Kaffee. Privat ist Markus Müller Kampfsportler. Die Kollegen fragen ihn im Scherz, warum er nicht eingriff. Das ist nicht unser Job, dafür gibt es die Polizei. Deswegen ist es oft mal so, dass die Kollegen sich relativ viel gefallen lassen, bis die Polizei hinzugeholt wird oder auch bis man sich verteidigt, weil die Hemmschwelle von unseren Mitarbeitern doch da sehr hoch ist. 7 Uhr morgens, Schichtende. Angespuckt, bepöbelt und bedroht. Doch die 112 glänzt.